Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, hier sind wir wieder. Wir gucken mal kurz nach dem Strom. Ja, der schaut gut aus. Ja, weil jetzt ist auch eine Sache mit der Planung vielleicht noch von Solarzellen. Aber im Moment ist die Fabrik hier gerade wirklich am Limit. Wir müssen noch ein bisschen was machen und zwar müssen wir ja den Erzöfen hier noch Geschwindigkeitsmodule reinbauen. So, ich nehme hier welche in die Hand. Machen wir die mal schneller hier. Da haben wir ja schon welche drin, aber die ersten nur bloß hier. So. Da ist auch ein Problem, da kommt kein Erz mehr an hier unten. Aber das hat mit dem Teiler zu tun. So, mehr haben wir nicht mehr. Jetzt habe ich da genug von den anderen. Wie kriege ich hier mehr Erz da zur Verfügung? Ja, das sehen wir hier. Da hängt's. Oh, da ist ja auch schon lang was leer. Dann brauchen wir euch ja nicht mehr hier. Ich meine, gut, durch die Lückenhaftigkeit hier haben die jetzt Gelegenheit gehabt, hier weiter abzubauen, ne? So, wir werden jetzt hier aber ja auch gleich was ändern. Und zwar, ja, hier. Einmal so. Das andere geht jetzt nicht so einfach, wie ich das gerade will. Warte mal, doch, aber es geht schon einfach. Ja, nein, das will ich schon gar nicht. Ich möchte das so haben und ich möchte nicht laufend mitfahren. Danke, das ist zwar nicht lieb gemeint, aber ja. Ich kann selber laufen. So, jetzt schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp. So, ja, nee, wir haben keins mitgenommen, kein Erz hier auf dem Boden gelegen. So. Und die hier machen jetzt einmal geschwind hier, schwuppdiwupp. So, jetzt hatle. Ja, und jetzt müssen wir uns wohl doch der Sache annehmen und oh. Oh, das sieht aber auch sehr kärglich aus. Da kommt ein Erzbrocken noch hier an. Ja gut, eigentlich müssen wir da schnell nach dem Erz mal gucken. So, ich bin ja jetzt schnell. Warte mal, hier kommt's stabil an. Da wird's aufgesplittet. Wie kriege ich das hier oben ganz bröckelig an? Wie kriege ich das gebacken? Das ist jetzt so eine besondere Sache. Oh. Was haben wir denn da abgebaut? Uran, glaube ich. Das können wir jetzt auch zurückbauen. Das braucht auch kein Mensch mehr hier. So. Warte, ist hier noch irgendwo noch ein Randfeld in der Nähe, wo wir vielleicht die Leitung brauchen könnten? Ja, ich sehe ja doch hier nichts. Kohle. Stein. Ich glaube, hier ist. Moment, wo sind wir jetzt gerade? Hier sind wir. Kupfererz, Kupfererz. Aha, toll, ein Feld mit Rohöl. Kupfererz, Stein, Eisenerz. Kupfererz, Eisenerz. Nee, hier ist es im Moment. Hier ist nichts mehr grün. Okay. Ja, wieder mal die beiden Panzer und Auto aufeinander hier. Super. Ja, dann können wir die Leitung eigentlich abreißen. So. Schade um die schöne Säure da in den Rohren jetzt, aber naja. So, da ist auch Rückback angesagt. Ja, seht ihr, das ist jetzt auch wieder so. Jetzt bin ich wieder auf das. Jetzt muss ich das erst machen hier.
Bin ich auf das ja gestoßen. Gut, ich könnte es natürlich, na, vielleicht. Ich weiß es nicht, ob es funktionieren würde. Ich hätte es jetzt auch mit Robotern abbauen lassen können, eventuell. So. Aber dann liegen mir natürlich die Rohre wieder irgendwo auf Lager. Dann müsste ich die mir erst wieder bestellen. Ah, da ist. Ah ja, genau. Muss ich nur aufpassen, nicht, dass ich da was falsch mache. Okay, hier ist es also nicht angeschlossen. Wie habe ich da? Moment. Wo habe ich die Rohrleitung gelegt? Hä? Ach, da hinten läuft sie. Okay, dann ist ja alles klar. Dann können wir die beruhigt hier abreißen. Jetzt haben wir wieder genug unterirdische Rohre. So. Dann ist es hier wieder okay. Bereinigt. So. Und jetzt können wir den Rest hier abnehmen. So, jetzt gibt es ja auch gleich wieder Doppelspur. Mein, ja, hier sieht die Erzspur gar nicht so schlimm aus. Aber unten halt, ne? So. Da kriegen wir einen Tunnel, da hat man eh keinen mehr. Ja, da müssen wir auch welche machen. Irgendwann brauchen wir sie wieder. Ah, ja, gut, vorbei. So schnell wird man sie vielleicht nimmer brauchen. Es sei denn, höchstens ich hab, ja. Ja, mal schauen, wie groß ich den Verteidigungsperimeter baue. Okay, die Leitung lassen wir einfach so, wie sie sind. Ja, da wollen wir nichts dran rumfummeln. Okay, wir müssen erstmal nach oben. Mal schauen, wie es da beim Erz ausschaut. Okay, hier gibt es auch ein paar Lücken. Lalalala. Ach ja, das ist hier mit der großen Serpentine hier noch. Leer. Na gut, da wundert es mich nicht. Wenn da nicht mehr viel da ist. Ah, das ist auch noch nach dem alten Format, oder? Gebaut, ja. Natürlich. Nach dem alten Format gebaut. Gut, wird es da jetzt bringen, wenn wir da was anderes machen? Komm, wir machen mal geschwind was anderes. So. Ruhe ist im Karton jetzt. So, ich könnte jetzt meine Vorlage nehmen, mache ich aber nicht. Ja. Die kommen jetzt hier einfach. Warte mal. Nee. Wir können hier noch ein bisschen weiter drüben anfangen. Kommen jetzt einfach Rücken an Rücken hier. Da sind es jetzt mehr. Auch nicht wirklich, oder? Doch, es müssten mehr sein hier. Hier gehen mehr hin. Jetzt haben wir natürlich hier 8 so, 3 so. Das ist eine ungerade Zahl wieder. Ach, toll. Ich drehe mal hier. 2 auf jeden Fall rum. Und lass die hier aufs Band liefern. So. Jetzt brauchen sie natürlich wieder Saft. Saft aus der Dose. Der hat Saft. Dann. Mein, schön wird es jetzt ja nicht, aber das muss ja nicht schön sein. Soll ja nur funktionieren. Da können wir uns den einen sparen. Ja. Definitiv. So, und du brauchst auch noch. Du kriegst auch noch. Ja.
Und jetzt hat man da Geschwindigkeitsmodule drin. Ja, aber die falschen. Ja. Eigentlich bräuchte ich mal Dreiermodule. Warte mal, ich hol mal welche. So, jetzt mit vereinten Kräften, mit Band und mit Geschwindigkeit hier. Naja, gut, dann wir sind am letzten Eck hier jetzt gerade. Naja, gut, da habe ich noch nicht das Ding rausgenommen. Alles klar. So, hier lang müssen wir. Ah, da ist schon fast leer, ja. Nee, da gehen wir nicht durch, das ist zu blöd. So, hier wärmer. Da könnte ich mal eigentlich. So. Damit ihr hier mal nicht so viel hier rauspulvert hier. Oh, sehr schön. So viele brauche ich nämlich jetzt gerade momentan gar nicht mehr von den Dingern. Eigentlich brauche ich da jetzt noch weniger. Die packe ich auch noch hier rein. Hier bräuchte man wieder ein paar. Ach, der eine will. So. Jetzt geht es wieder nach oben, da laufen wir jetzt mal so rum. Komm, wir nehmen heute einen Panzer mit. So, sorry, jetzt bin ich wieder an mein Mikro gestoßen hier. So. Wobei, da rennen wir fast schneller jetzt, wie das Ding fährt, oder? Obwohl, bis es dann auf Touren kommt, dann ist es. Dann ist es auch schnell. Hä, was war jetzt? Oh! Der Roboter repariert mich jetzt während der Fahrt. Ach, das ist ja genial. Das ist ja genial. Automatischer Bordmechaniker dabei. Boah, das war aber jetzt haarscharf. So, ihr kriegt noch ein paar Beschleunigungsmodule rein hier. Falsche Taste natürlich. Ich muss hier Shift nennen. Nicht Shift, sondern gerade andersrum Steuerungstaste halten. So. Ja, damit kann man die Sache noch mal ein bisschen beschleunigen hier. Ich meine, ja, wenn das Feld halt leer ist, ist es leer. Darf ich mal einsteigen? Oh, ja. Mit der Back-Taste würde ich hier nicht einsteigen können. Ich immer mit meinen Fehlsteuerungen hier. So, hier sieht es aber wundervoll aus, oder? 6 hat er bloß noch. Puh, das ist ja fast nicht wert hier. Ah, da haben wir das so verknüpft. Na gut, viel bringt es nicht, die laufen trotzdem nicht weiter. So, dann müssen wir aber hier hinten am letzten Glied gucken. Da wird vielleicht was leer sein. Vorsicht. Ja, hier ist was leer. Ja, das ist eben im Auto immer so ein bisschen schwierig hier. Panzer natürlich, Entschuldigung. Ist ja ein Panzer und kein Auto. Ja, nee, lassen wir mal stehen. So. Der hier ist noch leer. Der ist leer. Ja, das war's schon. Dann haben wir hier hinten noch zum Prüfen. Ja, habe ich wieder das Blatt gewalzt. Natürlich. Aber wir haben hier unseren fliegenden Reparaturroboter dabei.
Ja, hier müssen wir mal gucken, das schaut's gut aus. Ah ja, gut, da wird nichts leer so schnell. Da ist das leer. Hier ist, glaube ich, auch einer leer. Ja. Und der ist leer. Schaut's denn da aus? Naja, die haben noch. Der hat auch noch. Okay. Da läuft's eigentlich stabil, ne? Ja. Gut, da haben wir eine stabile Flussrate. Aber ich kann mir eins vorstellen. Hier haben wir es auch stabil. Ich kann mir da eins vorstellen. Da, wo es jetzt aufgeteilt wird. Ja, da fehlt einfach was. Und das ist das Problem. Deswegen läuft es nicht optimal. So, hier. Nämlich da läuft es ja noch schön regelmäßig hier. Und hier. Da ist das Problem. Hier oben wird es nämlich abgeteilt. Da läuft es auch noch schön. Und hier läuft es gerade auch schön. Ja, das ist das Problem. Der Teiler nimmt es da weg und lässt es da unten praktisch dann weggehen. Da könnten wir aber was machen. Na, ja, erstmal. Ich glaube, erstmal werde ich das schwerfällige Fahrzeug los. Es ist mir doch ein bisschen zu schwerfällig hier. So, das lassen wir jetzt einfach mal. So, nicht aussteigen einfach. So, erstmal stoppen lassen hier. So. Okay. Ja, wir können da eventuell was beheben an der ganzen Sache. Mit einerseits können wir da was beheben. Ja, nee, ich möchte mitfahren. Danke. Einerseits können wir was beheben, vielleicht indem wir hier nochmal ein Eisenerz anstechen. Das ist 1,4, okay. Ist ja sonst noch hier hinten 40k Eisen, das ist ja sehr viel. Stein, Stein, lalala, Stein. Eisenerz, das ist auch nicht viel. Mit der einzelnen Rohölbrocken hier. Stein. Ja, wir könnten hier hergehen natürlich und einfach hier was anschließen. Tja, wäre der einzigste schnelle Weg, das zu lösen. Oder aber, ich habe eine andere Idee. Wir gehen her, tun die Sache trennen. Wir tun es hier einspeisen an dem Punkt. Wir gehen jetzt einfach her, machen hier ein Nebengleis sozusagen mit, ja gut, Gleis ist falsch gesagt, aber eine Nebenspur mit Band. Okay, ja. Da ist schon das Problem eigentlich da. Warte mal. Ich leite es jetzt gleich mal hier um. Das hat aber nichts zu bedeuten. Das passt eigentlich sowieso. So ist es besser. Jetzt haben wir den Knick hier nämlich auch schon beseitigt. So, jetzt kann ich mich hier genau anschließen. Hoppla. Ja, das war jetzt wieder natürlich nicht so gedacht, wie ich wollte. Moment. Das Erz wird mir gleich wieder los. Ups. Z. So. Gut, ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, dass ich den Teiler hier komplett rausnehme, ne? Gut, der Teiler. Allerdings hat jetzt von beiden Seiten hier einen Anschluss. Er wäre im Prinzip jetzt gar nicht notwendig. Im Prinzip können die sich jetzt hier ein bisschen austeilen. Ja. Und jetzt müsste eigentlich das helfen. Und müsste unserem Eisenerz hier wieder eine stabile Flussrate bescheren. So, ja, ja, ja. Seht ihr? Wir sind gerade am Moment gekommen, wo das dann hier umgeschwappt ist. Ja. So, hier oben ist gut. Da läuft schön. Und hier kommt jetzt auch wieder schön regelmäßig rein. Dauert natürlich noch ein bisschen hier. Ah, hier habe ich immer noch einen Teiler drin. Brauche ich nicht mehr eigentlich. Ich nehme den mal raus.
Vielleicht habe ich irgendwann mal gesagt, ich lasse ihn mal drin, wenn ich das anschließe. So, jetzt ist aber allerdings auch das, nachdem Ärzte es mal auch gucken. Das andere Band ist klar, da ist nicht so viel an Festbrennstoff da. Ja, Moment. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter. So, da ist bald leer. Warte, ihr könntet aber nochmal einen ganz kleinen Gang höher schalten, ja. Ich habe da nämlich ein bisschen was hier zum Verbessern hier. Ja, gut, die anderen, die ist eine geht's leer. Demnächst. So, jetzt haben wir hier wieder einen stabilen Erzzufluss. So. Jawohl, jetzt haben die ja wieder genügend hier. Das sieht man fast gar nicht, wie der belädt so schnell hier. Okay. Jetzt haben wir ja auch wieder alle Öfen richtig mit Erz versorgt. Ja, das sieht man schon, was so manche Sachen ja ein bisschen ausmachen, ne? So. Jetzt können wir die restlichen Öfen eigentlich noch ein bisschen beschleunigen hier. Also von 2,8 auf 4. Ja, das ist halt 1,2 schneller wie bisher. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit mal irgendwann machen. Das hilft uns eventuell ein bisschen hier bei der ganzen Sache hier. So, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile eh schon wieder stabilisiert mit den Eisenplatten. So wie es ausschaut, ja. Energietechnisch schaut es ja auch wieder richtig okay aus. So, die oben hier haben, glaube ich, alle schon Dreier-Module. Ne, haben sie nicht. Was verzählst du denn da schon für ein Käse? Da sind sie dir das letzte Mal ausgegangen. So, jetzt haben sie es. Meine Corvex-Anreicherung kann nichts mehr machen. Hier ist total. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Ah, die ganze Sache ist wieder mal zugelaufen, weil hier nichts mehr abgefördert werden kann. Was habe ich da eigentlich für ein Stuss zusammengebaut, hä? Da habe ich nochmal. Es ist doch. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, da hilft nur eins. Wir müssen noch weitere Kisten bauen. So, Kisten. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, natürlich, ich könnte es jetzt natürlich auch in aktive Anbieterkisten stecken, damit es ins Logiksystem eingelagert wird. Aber das ist eigentlich der falsche Weg. Das Ding hier brauche ich hier nicht. Oh, die sind ja auch fertig. Die Batterien, die können wir gleich mal zur Ladung schicken hier. 800 Megajoule haben wir jetzt hier. Das dürfte doch für einiges mal reichen. Und nun, hier haben wir die Kisten, 5 Kisten habe ich jetzt gebaut. Ja, das ist auch wieder gesagt nur so eine Übergangslösung wieder. Und das Schlechte noch dazu. Eine richtig tolle Lösung ist es natürlich nicht. Warte mal, schnelle Roboter haben wir gar keine mehr. Da bauen wir mal einfach einen ganzen Stapel wieder. So. Jetzt können die das wieder wunderbar verteilen hier, das Band wieder clearen. Aber der kann ja gar nichts mehr machen, der Junge hier. Ja, Bohle hat genug hier, also da hat es kein Problem gegeben, dass hier uns ja die Dinger vielleicht ausgehen. Ja, hier könnte man sogar notfallmäßig wieder einlagern. Ich mache jetzt hier mal komplett auf die Kiste, so. Wie haben wir das eigentlich hier gestaltet? Ah ja, der tut hier das Grüne absieben. Naja, das ist nicht ganz so, wie mir das geplant war. Ja, jetzt kommt er gar nicht mehr hinterher. Okay.
Auch gut. Jetzt kommt dann immer hinterher, der Kerl. Da muss ich jetzt ein bisschen nachhelfen. Ja gut, es ist klar, da ist ein schnelles Band dann zum Schluss. War mein Fehler. Das kann ich jetzt aber... Doch, ich kann es beheben. Ich kann hier mal ein Stück austauschen. Nee! Er soll das nicht wegnehmen. Nein! Ja. Die haben schon geklaut. Okay. Mist. Ja. Okay. Auch gut. Ist das hier so? Tja, ich trolle wollte eigentlich, ja. Ja, dann machen wir es anders. Da die mir ständig das klauen. Ausgedreht. Elzebeth. Ich bin den Robotern davon gelaufen. Ja, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Nein, 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 nein. Die Blödsinn, ey. Ich weiß, totaler Blödsinn. So. Ja, genau. Da machen wir kurze Dinger rein. So, hä? Oh, Hallöchen. Die gelben Fließbänder hier, habe ich die nicht mal als Abfall hier deklariert? Na, da bauen wir jetzt mal ein paar rote hier draus. Naja, auch gut. So, von den Dingern hier können wir eigentlich auch mal wieder ein paar bauen. Da haben wir nur viele. So, und hier könnte man noch ein kleines Stück mit Express machen. So, ja, das ist jetzt trotzdem, hat es nicht ganz hinkauen hier. Habe ich jetzt die Töpfe eingesammelt? Nee, habe ich nicht. Okay, das füllen wir hier rein wieder. So. Ach, den habe ich gerade beschleunigt, den Kerl hier. Muss ich ja eigentlich gerade, ne? Der ist. Na gut, schnell ist er nett, aber komm. Was soll's? Was ist der hier? Ach, geh, weil wir heute spendabel sind, kriegt der auch die schnellen rein. Ich müsste doch bald mal die Energie da dann wieder mal flöten, dass Probleme hat. Ja, alle naslang irgendwann läuft die Sache halt mal voll hier. Das ist klar. Oh. Da haben sie natürlich keinen Strom. Na gut. So. Können Sie da ein bisschen speichern? Ja, man könnte da jetzt auch eine Abfrage reinmachen. Von wegen hier, dass, ja, dass er mir irgendwann einen Alarm gibt, wenn hier wieder alles voll ist. Aber ich weiß nicht, wie ich das abfragen soll. Da müsste das Maximum sozusagen hier praktisch dann zusammentun. Aber das muss ich dann selber mal zusammenrechnen, glaube ich. Tja, wir können ja schlecht was blockieren, dass wir sagen, naja, wenn irgendwie zu viel von den Grünen da ist, dann mach einfach Stopp. Saublöd. Nee, das können wir nicht. Oh, die Rakete ist schon wieder fertig, aber Moment mal. Ich bin ja ein Trollo. Naja gut, jetzt hatten die mal Zeit, hier Material zu... Yes, die Rakete startet wieder. Ich find's so geil. Also echt. Leider geil, muss ich sagen.
So, und der Satellit ist noch nicht fertig, aber gleich. So. Knarz, die geht wieder zu. Neues wird gemacht. Ja, jetzt kriegen wir wieder neue Forschungspakete. Ah, jetzt ist die Forschung durch. Und wir können noch schnellere Arbeitsroboter haben. Oder wie? Hm? Oder wie? Oder was? Oder was? Das geht tatsächlich noch schnellere Arbeitsroboter. Aber Arbeit, nicht logistisch, ne? Hm. Ja, wie gesagt, das ist jetzt ja alles so. Wurscht hier bald. 1,5, das ist blöd. Produktivität, also schon 16. Stufe, wie viel gibt's da noch? Da ist doch mal jetzt langsam Schluss, oder? Wollen wir da weitermachen? Bringt eigentlich auch nichts. Schrotpatronen. Lasergeschütze und 2000. Nee, das wäre zwar praktisch, aber na komm, ist egal. Vielleicht startet irgendwann zwischendurch mal wieder eine Rakete und wir merken es nicht. Was ist denn hier eigentlich los? Ah ja, das ist die. Da haben wir mal eine Eisenrückführspur gemacht, aber die brauchen wir eigentlich jetzt gar nicht mehr. Das ist auch so ein Schwachsinn hier eigentlich, ja. So, jetzt ist aber hier mal eisentechnisch ganz gut bestückt. Ja, die Öfen hier oben haben genug Eisenplatten, da auch, jawohl. Aber die Öfen sind halt generell zu langsam und wenn ich jetzt nochmal eine Fabrik anfangen würde, würde ich da einiges anders bauen. Schon so wie hier zum Beispiel, das ist eigentlich ganz gut und Öfen will so eine Auslieferung gerade machen, ja. Praktisch immer solche Stücke hier auf ein Band in der Mitte. Das habe ich bei jemandem gesehen und das ist ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der? Krampfgarten oder so ähnlich heißt der, glaube ich. Irgendwie so ähnlich. Der macht Faktorien und macht auch viel Erklärungen und so. Also wenn er mal wollt, bei ihm, da wird auch Logikschaltung, alles Mögliche erklärt. Da habe ich auch schon versucht, mir mal was anzeigen, auch mit dieser Corvex-Anreicherung da. Gut, da will ich euch demnächst vielleicht sowieso noch was zeigen. Das wollte ich eigentlich schon, aber ich habe es schon wieder vergessen. So, jetzt, ja, jetzt habe ich hier was gesehen. Ja, genau. Das hier ist nämlich. Gefällt mir nicht. Ja, da könnten wir sogar noch mal einen Teiler reinbauen. Der, wenn hier nicht gehen. Also, wenn hier das so ist wie jetzt. Schwierig. Ja, wir haben ja schon einen Teiler. Der es hier aufteilt und nochmal teilt und überhaupt teilt. Ja, da kommt aber zu wenig runter von der Sache hier. Ja, aber die. Wobei. Ah, nee, stopp. Hier hinten die Öfen haben nichts mehr zu tun. Da kommt kein genügender Erzfluss mehr an. Da müsst ihr mal her mal gucken. Ja. Ach, dem anderen müsst ihr mal gucken, da wo gar nichts mehr kommt. Ja, da ist aber dasselbe Problem wieder mit den Teilern hier. Genau das gleiche Problem. Naja, wobei, da kommt auf beiden Seiten halt schlecht. Schlecht Material nach. Das ist das Problem eigentlich eher. Ja. Ja, da müssen wir auch wieder anschließen. Da müssen wir auch wieder gucken, dass wir ein neues Erzfeld kriegen. So, leer. Da können wir jetzt auch wieder improvisierend los. Na, ich möchte nicht mitfahren. Das habe ich euch schon tausendmal gesagt. Nee, so oft zwar nicht, aber oft genug, dass ich nicht auf dem Band mitfahren will gerade, wenn ich es nicht will. So. Der ist auch leer. Der ist leer. Ja, das ist auch wieder viel zu viel Luft zwischen den Modulen. Das müssen wir ändern. Warte mal. Das wird jetzt gerade mal live geändert hier. So. Lalala. Alles alt. Alt, 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 alt.
Da habe ich das nicht so gebaut, wie ich es ursprünglich mal vorhatte. Nee, das geht eh nicht. So, da habe ich ein Bandstück zu viel weggenommen. Ja, kommt. Da müssen wir auch mal. Da fangen wir gleich so an. So, ist noch einer mehr gegangen jetzt sogar. Und hier können wir auch noch einsetzen. Dann, ja, wenn ich nicht laufend mitfahren würde, das ist das Problem. Das tut einen dann immer so ein bisschen irritieren, ja. So. Und hier den reißen wir auch nochmal ab hier. So. Und nein. So. So. Und so. Da geht nicht mehr. Okay. Ja, gut, es tut mir jetzt nicht so arg stabilisieren, dass jetzt hier mehr kommt. Da müssen wir doch noch ein bisschen, ja, nachhelfen ist gut, wenn wir noch ein paar Module hätten. Das können wir wegnehmen, oder? Oh, nö, können wir nicht. Warte mal. Dann setzen wir den Radar einfach um. Pü. Tja, Bringt eigentlich eh nicht immer viel hier, der Radar. Der müsste, ja gut. Er müsste jetzt eigentlich hier mal ein bisschen hin. Ah. Oder warte mal, jetzt will ich mal was probieren. Ha! Ja, jetzt wird ich als Kiste missbraucht. Mitbraucht, ja. Ja, das ist ja bald leer wieder. Das war das. Ja, wie nenne ich denn heute die Folge wieder? Ich habe da noch gar keinen Plan. Mäh. Ja, das ist immer so eine Sache. Wie nennt man die Folge jetzt? So, da ist wieder mal Kohle leer. Ja, wir haben doch erst vor, naja, wie lange ist jetzt schon wieder her? Ein paar Folgen haben wir doch erstmal eine Kontrollfahrt gemacht. Und haben wir alles Mögliche abgeklappert. Na gut. Ist wieder doch ein bisschen Zeit vergangen. So, wobei hier noch mehr, wesentlich mehr runterkommt, ne? So, wir gucken mal. Na, da müssen wir ziemlich weit hochlaufen. Das ist schon, ja, äußerstes Dings hier. Ja gut, ein bisschen farblos wirkt es nachts. Durch das Nachtsichtgerät. So. Hier ist leer. Der ist leer. No. Jetzt habe ich gerade kurz gesehen, dass die Energie hier mal gerade Schlenker gemacht hat. Aber es war gerade eine Spitze. Da ist irgendwie was gewesen. Ja, jetzt gerade wieder habt ihr es gesehen. Habe wieder eine kleine Energiespitze. Also er hätte mehr gebraucht. Ich meine, klar, wir nehmen jetzt zwar hier immer wieder Sachen weg, aber gut. So, hier haben wir es eigentlich schon so gebaut, wie wir es sollten. Dennoch ist der Output zu gering. Ja, aber wenn wir jetzt hier natürlich Energieprobleme haben, müssen wir da mal kurz bei den Kraftwerken vorbeischauen, was da los ist. Mensch, und ich bin schon wieder bei 40 Minuten. Mann, das ist unglaublich, Leute. Das Spiel macht einfach viel zu viel Spaß. Da findest du kein Ende mehr. Und das bin ich täglich. Das ist. Ja. Okay, gut, geändert sich hat sich da nicht viel. Aber ich würde jetzt mal wirklich sagen, wir machen für heute Schluss, sonst erschlagt er mich noch. Ja, also herzlichen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.